Jo, wir wollten uns diese Folge ranmachen an die roten Tränke. Oh, und Licht. Definitiv Licht, sonst kann ich hier nicht arbeiten. Das geht so nicht. So. Also, rote Tränke wollen wir herstellen und grüne Tränke. Also, rote Tränke wird absolut kein Problem. Sobald die Fabriken hier fertig sind, setzen wir da eine hin. Die werden dann da rausgeschmissen. Rote Tränke sind fertig. Aber die grünen. Da habe ich mir in der Zwischenzeit was überlegt. Und zwar hatte ich mir überlegt, hier so einen riesigen Komplex zu machen. Aber es sind viel zu viele Zwischenprodukte, Rohstoffe und Produkte, die da am Ende rauskommen. Okay, es ist nur ein Produkt am Ende. Aber Zwischenprodukte und Rohstoffe kommen recht viele rein. Da bräuchten wir theoretisch 4 Fließbänder, die einmal außen rumlaufen. Und das ist dann nicht so schön. Das heißt, wir machen jetzt Unterabschnitte. Ich werde also das Muster hier weiter verbreitern. Ich werde eventuell hier ein bisschen noch Wasser aufschütten mit dem Landfill-Mod, dass ich da genug Platz habe. Genau, ich hätte gerne hier oben nämlich noch eine Reihe lang. Und dann mache ich mehrere Untermodule. Also ähnlich wie hier für die roten Tränke mache ich dann eins, das stellt die grünen Chips her. Eins, das stellt die Ärmchen her, eins stellt die Fließbänder her und eins, das macht dann am Ende aus allem zusammen die grünen Tränke. Und das Ganze wird dann irgendwo hin exportiert. Ich weiß noch nicht genau, wohin. Denn wir werden hier recht viel Platz brauchen und ich hätte auch ganz gerne später die hellblauen Tränke ebenfalls hier. Dass alle Tränke auf dieser Halbinsel hier sind. Hier kommt nachher eine riesige Eisenmine hin. Also die Forschungsbobbel, die kommen dann wahrscheinlich eher irgendwo hier unten hin. Wobei, das ist alles schon verplant. Hier wird Lava abgepumpt und das Kupfer wird abgebaut. Hier kommt höchstwahrscheinlich ein Bahnhof hin. Wobei ich noch nicht ganz sicher bin, in welche Richtung genau. Also ob er von unten nach oben kommt oder ob er so angefahren kommt und dann von West nach Ost. Theoretisch könnten wir auch von Osten reinfahren lassen. Hier ist ja richtig schön viel Platz. Aber da hätte ich eigentlich lieber die Fabriken und die ganzen Schmelzöfen und so weiter sind ja hier unten. Und die Versorgung von den Fabriken kommt von hier unten nach oben nach rechts. Das heißt, die Bahn müsste dann hier rechts reinfahren, denn unten rum und naja, das ist doof. Also ich denke, hier unten wäre ein besserer Platz für den Bahnhof. Also Bahnhof hier. Der Bahnhof braucht wohl 3 Blöcke. Also, ne, diese Strommasten nehme ich immer als Block. Brauchst du 3 Blöcke breit. Vor allem hier unten kommen noch die ganzen Türme hin. Also hier zwischen den beiden wären dann die Schienen. Und oben und unten jeweils die Ärmchen, die Kisten, Fließbänder und so weiter. Das heißt, hier. Na, kommt sogar noch mehr. Na komm, geh weg. So, ich glaube, hier mache ich die hin. Hätten wir Platz für, ich schätze mal, 8 Stück. Das sollte auf jeden Fall reichen, auch langfristig reichen. Weil wenn man zu viele Forschungssachen auf einmal macht, also man kommt dann recht schnell in den Hightech-Bereich, das ist klar, aber man verbraucht einen Großteil seiner Ressourcen halt für die Forschung. Und kommt dann nicht an die anderen Sachen, die man braucht, wie zum Beispiel Türme und Munition und dergleichen. Und ich brauche ein neues Tool. Händel aus Eisen, Rod aus Eisen, Kopf aus Raw Emerald, nein. Iron Plate. Craft. Und ich hätte richtig gerne einmal, dass man sich quasi Voreinstellungen irgendwie abspeichern kann. Also Eisenpicke, Stahlpicke und so weiter. Und vielleicht auch so ein Craft mal 2 oder mal 5. Dass man nicht immer alles wieder zusammenstellen muss, aber das ist nur eine Kleinigkeit. So. Also hier kommen dann die Forschungsbubble rein. Das ist gut. Das heißt, wir brauchen eine Verbindung von hier oben nach da unten, wo die ganzen Tränke langlaufen. Ich denke, ich werde das wieder ähnlich handhaben wie in der ersten und auf der zweiten Welt. Wir haben dann 2 Fließbänder. Ein Fließband, wo rot und grüne drauf sind. Eins, wo hellblaue und lila drauf sind. Oh, Moment mal, ich glaube, es gibt auch neue hier, ne? Ja, okay, halt 3 Fließbänder. So. Also ich werde es nicht so machen, dass jetzt ein Fließband auf beiden Seiten rot, ein anderes Fließband auf beiden Seiten grün. So viele produzieren wir gar nicht. Ich meine, selbst nach recht vielem Rumoptimieren und so weiter hatten wir in der letzten Welt es gerade mal geschafft, dass alle 5 Sekunden oder so ein hellblauer Trank hergestellt wird.
Also da war ein riesen Abstand auf den Fließbändern. Apropos Fließbänder, hier sind auch noch ein paar Fehler drin, aber ja. Das gehört da nicht mit hin. Warum habe ich das Steingedöns da nicht verbunden? Und sieht alles durch aus. Aber eins nach dem anderen. Erstmal rote Tränke. Dann die Forschungsbubbel und dann fangen wir mit dem grünen Ding an. So, du stellst bitte her rote Tränke. Dafür brauchst du Kupfer und die Steinzahnräder, das ist richtig. Heißt, du nimmst dir einmal von oben was. Nur wir brauchen neue Ärmchen. Ärmchen. Ja, grüne Chips. Es fängt langsam wieder an. Und auch hier. Also ich habe ja gesagt, ich wollte eine Unterfabrik haben für grüne Chips, eine für Fließbänder und so weiter. Die grünen Chips werden dann auch wirklich nur dafür da sein, das hier zu versorgen. Die grünen Chips sind dann nicht dafür da, irgendwann später rote Chips herzustellen oder so. Da machen wir dann nochmal eine extra grüne Chip-Anlage für, nur um die rote Chip-Anlage zu versorgen. Das soll alles schön autark sein. So, du nimm da raus, leg darauf. Fließband, ja, und jetzt müssen wir gucken, auf welche Höhe wir das machen wollten. Also ich dachte mir... Oh, warte. Wenn wir das mit zwei Fließbändern machen... Wo ist hier die Mitte? Eins, zwei... Ich habe irgendwie echt ein Problem, bei diesen alten Strommasten zu sehen, wo genau die anboppen auf dem Boden. Ich weiß auch nicht warum. Aber ja, hier wäre die Mitte. Und dann oben und unten jeweils die Dinger. Forschungsböppel. Das heißt, du musst von hier kommen, du machst da den Knick. Du hast hier den Knick. Und die verlängern wir einfach nach oben. Das heißt, hier haben wir schon einen Anschluss. Das läuft ja sehr gut. Keine Fließbänder. Yeah. Ja, wie ich das denn mit meinem Privatinventar mache, weiß ich nicht. Also wenn ich mal selber irgendwas craften will, ob ich dann einfach hier in diese autarken Komplexe reingehe und mir was klaue oder ob ich Komplexe mache, die nur dafür da sind, das Spieleinventar zu füllen, das muss ich mir nur überlegen. So rum ist es eigentlich nicht gut, dass die roten Tränke auf der rechten Seite sind. Ja, ich glaube, ich mache das mal ganz kurz anders. Schon mal in weiser Voraussicht für später. Du musst weg. So. Weil wir wollen ja oben die grünen Tränke herstellen. Dann kommen die grünen Tränke von oben und gehen halt von oben auf das Fließband rauf und liegen somit auf der rechten Seite vom Fließband. Ja, das war eine gute Idee. Toll gemacht, Geogott. So. Bereite ich schon mal hier vor. Wir brauchen viel, viel mehr Fließbänder. Was fehlt dafür noch? Eisen und Stein. Das können wir hier abzwacken. Scheint sich ganz schön zu stauen. Oh, nee, das ist gar nicht gut. Gib mir bitte schnelle Ärmchen und mach die Kisten hier voll. Und die Kisten da voll. Ich will nicht, dass sich hier irgendwas bei der Schmelze staut. Ich will einen riesen Vorrat haben an Eisen und Kupfer, wenn ich anfange mit der eigentlichen Produktion. Ja, bisher bin ich ja nur am Rumdümpeln. Ich stelle ein paar Sachen auf, hier und da. Aber wirklich viel verbraucht wird an Ressourcen noch gar nicht. Also ihr habt jetzt alle Kohle, richtig? Du komischerweise nicht. Ja, okay. Hier staut sich nichts, hier staut sich immer noch was. Soll ich jetzt noch eine Kiste dahin packen? Also wir brauchen unbedingt mehr Ärmchen. Zum einen brauchen wir die schnelleren Ärmchen. Also die sehr... Oh, kein Strom. Trotzdem, wir brauchen die sehr schnellen Ärmchen und wir brauchen halbe Ärmchen, damit das bei den Fabriken oben einfacher wird. Aber jetzt scheinen wir gerade ein Stromproblem zu haben. Was nicht ganz so schlimm ist, denn ich sollte hier eh langsam mal anfangen, hier mit den sauberen Engines. Also setz mir da eine Fabrik hin. Du stellst bitte her Wasser mit Nebenprodukt Stein, weil wir Stein brauchen. Das legst du bitte hier auf ein Fließband und von da wird das abgezwackt. In alle Himmelsrichtungen.
Gib mir Eisenkisten. So. Also es wird sich irgendwann stauen. Keine Frage. Aber es dürfte eine Weile dauern. Zumal so viel Wasser ja auch gar nicht verbraucht wird von den Dingern später. Das sind alles Primary Engines. Das ist soweit schon mal falsch. Du musst weg. Wir brauchen jetzt 3 Secondary... Wo ist denn wieder Eisen? Wir brauchen 3 Secondary Engines hierfür. Klick, klick. Oh, sehr schön. Tertiary, Secondary. 1, 2, 3. Damit die Anlage mit dem dreckigen Wasser nur dann anspringt, wenn die Anlage mit dem sauberen Wasser wirklich nicht arbeitet. Also, Secondary. Kann ich die einfach so rüberlegen? Ja, kann ich. Flup, flup, flup. Alles Secondary. Sehr gut. Primary. Ting, ting, ting. Dann brauche ich noch Boiler. Mach nochmal 2 mehr. Ich erweitere das Ganze noch ein bisschen. Machen wir das Ganze so. Dich weg und dann kommen hier noch mehr Boiler hin. Strom. Nur für den Fall, dass ich das nach oben noch weiter erweitern will. Was ich eigentlich nicht... Na, obwohl, weiß ich gar nicht. Ich glaube, in der letzten Welt hatten wir auch 4 Engines. Und die haben wir dann nach und nach auf T2 und T3 aufgestuft. Habt ihr alle Kohle? Ja. Temperatur 100, Temperatur 100, Temperatur 100. Und trotzdem haben wir nicht wirklich viel Strom, oder? Doch. Wir nutzen nur 30% der Leistung. Das ist völlig okay. Sehr gut. Das ging schnell. Ich hätte gerne mehr Eisen. Mehr Eisen. So. Da und da. Da und da. Das sollte erstmal reichen. Also, Eisen kommt rein, sauberes Wasser kommt rein. Die hier arbeiten alle. Die hier arbeiten allerdings auch. Das heißt, die 3 produzieren nicht genug Strom, dass die 3 sich abschalten könnten. Das ist nicht so gut. Bau nochmal eine Primary. Bau gleich 2, was soll's. Da wir jetzt da 6 Boiler oder was haben, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja, müssten wir auch 5 Engines dann betreiben können, oder? Ich gucke. Temperatur ganz hinten ist nicht 100, aber das muss ja eh erstmal wieder hochgekocht werden. 100, 100, 100, 100, gleich 100. Ja, sehr gut. Und jetzt sind die hier aus, weil es halt Secondary Engines sind. Das Prinzip finde ich super mit dem Primary, Secondary und Tertiary. Gut, 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 gut. Wie viel Prozent haben wir? Wir sind immer noch bei 30% rum. Aber wird halt nur durch die Hauptdinger jetzt gewuppt. Das ist sehr schön. Also Strom klappt. Eisenversorgung ist konstanter. Die Schmelzöfen kommen... Naja, nicht so super hinterher, aber es sind auch stinknormale MK1 Stone Furnaces. Kein elektrisches Gedöns, kein MK2 Gedöns. Ist okay. Ich brauche mehr davon. Viel mehr eigentlich. Ich brauche Fließbänder en masse. Ich brauche unbedingt eine Toolbelt. Dafür brauche ich bestimmt wieder die Tränke. Die grünen, die ich noch nicht herstelle, automatisch. Aber das hier sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Gib mir mal da und da. Da und da. Und das reicht schon mal erstmal. Falsch rum. So. Normale Ärmchen hätte ich auch gern ein paar. Genau. Und du kriegst jetzt von Hand grüne Tränke. Grüne Tränke. Und die restlichen roten. So. Warum sind die auf der falschen Seite? Achso, das war noch der erste Versuch, bevor ich den Knick da reingemacht habe. Okay, okay, okay. Das läuft also. Ich werde trotzdem, sobald das hier alles durch ist, immer wieder zwischendurch die grünen anschmeißen müssen. Sonst wird das nichts. Weil ich hätte den Toolbelt ganz gerne durch, damit ich hier mehr zum Rumwuseln habe. Und danach hätte ich ganz gerne das da. Halbe Ärmchen. Und diese langen Arme. Also nicht 2 entfernt zu 4 entfernt, sondern die 1 entfernt zu 3 entfernt. Und davon auch die halbe Version. Und das kostet auch nur rote Tränke, das ist super. Alternativ.
bessere Furnace? Na, das braucht man auch für die richtig guten Schmelzöfen, oder? Wo sind die richtig guten Schmelzöfen? Stahl? Advanced Metal Processing. Ja, Stahl wäre das andere. Das braucht auch nur 20 rote. Wäre auch eine gute Idee. Oh, was ist das da rechts? Upgraded Tanks. Oh, das ist erst vor kurzem zugekommen. Also man soll wohl jetzt, genau, größere Storage Tanks für Flüssigkeiten bauen können. Sehr schön.